Da war noch, ich wollte gerade sagen, da war noch, war doch Erde drunter. Also ich habe auf jeden Fall nicht vor, so viel zu ändern an dem Dorf. Also ein paar Verbesserungen, damit die Villager nicht überall hängen bleiben, gibt es auf jeden Fall. Da müssen wir dann was tun. Ja. Weil jeder, der Minecraft länger spielt, der weiß, es gibt nichts Schlimmeres wie Villager, die irgendwo dran hängen bleiben, weil die irgendwo dran hängen bleiben. Und ja, das ist schlimm. So, hier, das kann eigentlich komplett weg nachher. Wir brauchen nur diesen einen Weg nach hier oben. Jetzt kann hier nämlich die Natur wieder Einzug erhalten. Noch weg. Ich sag ja, Bautalent ist vorhanden. Das kann dann so bleiben und dann kommen die hier an. Kann man nämlich hier auch noch schön Dörfer hinbauen. Noch Dörfer hin. Habe ich jetzt noch Dörfer hinbauen gesagt? Ich meine natürlich Häuser noch hinbauen. Häuser for the Peoples. Das Haus ist gar nicht angebunden. So. Das lassen wir mal so, ist egal. Müssen wir natürlich straight nach oben gehen, definitiv. Und ja, ich weiß, es wird dunkel. Okay, die waren vielleicht falsch, aber nur vielleicht. Ah, gehen wir auch mal schlafen. Wenn die anderen schon gehen, dann machen wir das auch.
Morgen. Moin. Nachbarn nicht mehr da? Da sind sie. Moin. Sag ja, Talent habe ich. Mann, Mann, Mann. Hier wenigstens eine vernünftige Treppe bis hierhin. Können wir hier noch aufmachen. Hier noch hin. Den einen weg. Dann sind wir ja hier oben. Dann sind wir in der Bestallung. Und das Pferd lebt noch. Sehr gut. Das Ding, das hier oben ja auch noch ist, ne? Oh. Ja, ich würde sagen, die binden wir nach und nach binden wir die an. An die Straße. Der hat zum Beispiel Ton. Läuft. Oh. Nicht schlecht, Herr Specht. Aber wisst ihr, was ich gerne mal gucken würde? Wo ist der Turm hin? Da unten. Ob unter dem Turm? Ah, hier müssen wir noch alles zumachen, ey. Stolperfallen. Da braut einer Bier. Ah, ich habe leider nicht so viel verrottetes Stein. Stein. Fleisch. Ob die wirklich hier drunter? Aber in dem wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht. Okay, du hast gewonnen. Aber ob es unter solchen Sachen wirklich diese... Wie heißt es? Dass da was runtergeht. So ein Geheimversteck, dass es das da wirklich gibt. Weil ich glaube nämlich eher nicht. Also würde ich jetzt mal verneinen, dass es das nicht gibt. Hier kann man auf jeden Fall die erste Schicht mal so wegmachen. Und dann nehme ich hier die zwei Schichten einmal. Wegen der Margarete jetzt? Ah, okay.
Ja, dadurch, dass auf der Schippe keine Brutsamkeit mehr drauf ist, nehme ich auch keinen normalen Grasblock mehr auf. Das machen wir hier noch ein bisschen natürlicher. Soll ja so halbwegs natürlich sein, auch für dich, mein Großer. Das würde ich dann nämlich so einmal wegmachen. Ah, der ist auch noch nicht richtig angebunden. Den kann man nämlich dann auch mal freimachen hier. So. Nur ein paar wieder reinballern. Ach, die müssen auch weg. Das sieht noch nichts aus. Warum ist eigentlich... Ja, wobei, da könnte noch ein Weg dann so abgehen. Das ist nicht das Problem. Aber das hier ist dann Kacke. Kann man noch nicht locker flockig. Hier noch irgendwo hin. Dann war ja hier so einiges schön gerade gemacht. Hier unten noch für, dass die Ich hasse das, wenn irgendwelche Grasbüschel im Weg sind, dann baut er automatisch ja, an einer anderen Stelle. Das möchte auch gelernt sein. Oder auch nicht. Auf jeden Fall müssen wir auch jede Menge Lichter wieder hierhin machen. Weil man merkt jetzt schon, wenn es duster wird, dass es richtig duster wird. Ja, das Loch würde ich gerne mal zumachen. Gut, dass wir es gefunden bzw. gesehen haben. Ja, dann kann sich das Städtchen doch schon so halbwegs sehen lassen. Das binde ich eventuell
noch mit hier an. Das war ja natürlich nicht so. Aber das war hier dann einen Weg lang machen. Hier müssen wir wieder ein bisschen ausbessern. So, dann haben wir auch eine Verbindung nach da. Ja, dann würde ich so langsam sagen, Nachbar klingelt wahrscheinlich gleich irgendwann. Das war hier dann Stream ebenfalls beenden. Es hat leider nur einer reingeschaut und reingeschrieben, aber ich bleibe standhaft, ich mache weiter. So lange wie es geht. Deswegen sage ich hier schon mal Ciao auf Twitch und auf YouTube. Und bis zum nächsten Mal.